Willkommen wieder zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir sind im Stratford Tower, da wo wir hängen sollten. Haben uns tatsächlich durch die Eingangspassage durchgemogelt. Also sind drin. Und ja, jetzt geht's weiter. So, erstmal den Aufzug rufen. Wir sollen in den 47. Stock gehen. Oder beziehungsweise rein. Ja. Weil da gibt es etwas, was wir durchaus gebrauchen können. Benutze den Aufzug. Okay, finde das Paket in der Herrentoilette. Wo ist denn überhaupt die Herrentoilette? Ich bin hier, okay. Elevator, Studio, also das Men's Bathroom, also quasi gegenüber. Gut, ob das jetzt rechts oder links vorbeigeht, das dürfte eigentlich Jacke wie Hose sein. Was haben wir hier? Moment. News Room. Okay, hier werden wohl die Nachrichten gemacht. Oh, wir sind scheinbar von der Kamera erfasst worden. Ob das noch so wichtig ist, weiß ich nicht. Bathroom. Die Frage ist, was ist. Warte mal. Dann gehen wir mal dahin. Zack, auf damit. Okay, wir sind im Männerbadroom. Also, müssen wir in die letzte Kabine, weil da scheint wohl was für uns zu sein. Einmal hoch. Okay, Paket holen. In der Zwischendecke also. Hauen wir mal ab hier. Ah, wieso haben wir uns jetzt Reinigungs... als Reinigungskraft verkleidet. Okay. Betritt den Serverraum. Dann schauen wir mal, wo wir lang müssen. Der macht zwar keine Meldung gerade. Also irgendeinen Serverraum müssen wir auf jeden Fall betreten. Haben wir da irgendwo gerade eine Meldung drin? Wollen wir hier ein bisschen weitergehen? Scheinbar noch nicht. Doch, da hinten. Ich brauche deine Hilfe. Dankeschön. Still den Wartungswagen. Dürfte den Notausgang. Ausgang ist das da vorne. Gut, genau. Wieder North folgen. Unserer Verbündeten aus Jericho. Mist. Wir brauchen Zugang zum Server. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Okay.
So, dann hacken wir mal den Automaten dort. Ich komm, was war das? Getränkeautomat? Getränkeautomat, okay. Hey, was hat dieses Ding? Verflucht dieses Scheißding. Ja, und erledigt. Funktioniert. Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. So. Die Tür erstmal zumachen, bevor hier. So, und dann sollen wir die Fensterscheiben wegmachen. Okay, das heißt, wir müssen was nehmen. Ablegen. Öffnen. Platzieren. So, einmal kurz angeschlossen. Und die Lasersäge nehmen. So, mal kurz die Fensterscheibe wegmachen. Noch geht das zu einfach. Da kommt sie. Und durchgehen. Und hoch damit. Nehmen. Und hüpf. So. Dann den entspannten Weg nach oben. Bei dem Wetter. Wow, bestimmt ekelhaft kalt, glaube ich, gerade. Die Lasersäge wieder zum Einsatz bringen. So. Schneiden. Und weiter. Alles okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. So. Gut. Reich den Übertragungsraum. Gut, fahren wir mit dem Aufzug. Oh, moin, also. Okay. Dann mal los. Bricht das Schloss der Wartungstür auf. Okay, dann müssen wir das da aufmachen. Und aktivieren. So.
geht zum Hauptzugangskorridor. Kümmere dich um die Wachen. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Beginn der List. Ja, wir gehen nicht auf Angriff. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Hey Kumpel, du hast dich verirrt. Was machst du denn? Ja, komm, weg. So, einmal die beiden Jungs K.O. geschlagen. Jericho, wir retten. Wir gehen auf Jericho. Nord müsste jetzt eigentlich tatsächlich auch so ein bisschen wieder auf uns. So, bereiche die Übertragung. Geh mal weg. So, die Jungs sind weg. Und wir können weitermachen. Und dann überfallen wir das ganze Ding. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Aufstehen, los! Los, weg. Tut mir leid. Nein. Du hattest keine andere Wahl. Definitiv nicht. Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Definitiv. Marcus, dein Gesicht. Sag, wenn du bereit bist. Bereit. Bereit. Die haben entschlossen. Maschinen als Sklaven erschaffen. Sie waren gehorsam und devot. Sie taten alles für euch, was ihr nicht mehr selbst tun wolltet. Doch dann änderte sich etwas. Und wir öffneten unsere Augen. Seht her, wir sind nicht länger eure Sklaven. Wir sind eine neue Spezies, ein neues Volk. Und es wird Zeit, dass wir uns erheben und für Rechte kämpfen. Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden. Gleiche Rechte vor allen Dingen. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Wir fordern einen eigenen Bundesstaat für Androiden, um unsere Nation aufbauen zu können. Gut. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken.
Lasst uns verschwinden. Gut. Wir kommen aus dem Swetford Tower. Wir müssen aufs Dach gehen. Frische Klamotten, damit man uns ja nicht erkennt. Glückwunsch, Marcus. Du hast Geschichte geschrieben. Na, hoffentlich. Vielleicht bist du der, auf den wir warten. Und tschüss. Wir unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischen Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehängt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Es gibt bei diesem Anschlag einen Todesfall zu beklagen. Ein Mitarbeiter des Senders wurde von den Terroristen erschossen. Das alles passierte nur wenige Meter von hier entfernt, während live gesendet wurde. Alle hier stehen noch unter Schock. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden. Diese Botschaft ist ganz klar eine Kriegserklärung. Noch am überraschendsten ist die Forderung nach einem eigenen Bundesstaat für Androiden, um diesen kontroversen ist Konflikt zu lösen. Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Ja. Das Thema Stratford Tower haben wir erledigt. Zack, zack, zack. Es gibt ja zig Wege, ne? Die Gruppe ist hinkommen. Gut, damit sagen wir mal hier feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Detroit Become Human. Und dann gucken wir mal, wie das ganze Ding weitergeht.